Hallo und welcome back zu einem neuen Video von mir. Es ist Mental Health Sunday, also bekommt ihr wieder Mental Health Videos. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz. Mein Freund ist gerade einkaufen und ich filme jetzt noch das Video. Eigentlich war geplant, also wir waren heute in Heidelberg, da könnte ich auch schon freuen, weil nächste Woche ein Heidelberg-Vlog kommt am Donnerstag. Aber ich hatte keine Zeit mehr, das Video heute Morgen zu Hause zu drehen, deshalb gibt das Video jetzt aus dem Auto. Aber ich dachte, ich mache mir das hier mal ganz gemütlich und ja. Jetzt beantworte ich hier mal eure Fragen wieder, beziehungsweise heute soll sich alles mal ums Thema Schönchen die Großeneck drehen. Ja, ich würde sagen, ich fange erstmal an. Also ich denke, die meisten kennen mich schon, aber da die Mental Health Videos irgendwie immer die meisten Aufrufe hier bekommen, dachte ich, ich sage jetzt nochmal generell was dazu. Ich heiße Maren. Der eine oder andere kennt mich vielleicht vom Instagram-Account Maren Maureel. Blende ich euch hier mal ein Screenshot ein. Und ja. Also ich hatte bzw. habe eine Essstörung. Ich würde mich jetzt nicht als 100% recover zählen, weil die Frage auch unfassbar oft kommt. Und ich habe mir tatsächlich die Daten, wie lange ich in der Klinik war, hier auch aufgeschrieben und ich dachte, wir starten mal. Und zwar einmal war ich von März bis Mai 2017, dann war ich einmal von Oktober 2017 bis Juni 2018 und einmal vom 1. bis zum 14. November 2020. Die ersten beiden Male war ich noch minderjährig, das letzte Mal war ich schon 20, glaube ich, oder 21, doch 20 wurde 21 und ja. Ich bin damals auf die Schönklinik gekommen, weil damals beim Fachabi beim ersten Jahr, also als ich das erste Mal Gesundheitsgymnasium gemacht hatte, da war eine in meiner Klasse und die hatte mir das empfohlen, weil sie selber eine Essstörung hatte und sie war auch tatsächlich in der Zeit dann mal dort. So bin ich auch erstmal auf die Schönklinik Roseneck gekommen. Ich war auch noch im Diakonieklinikum in Stuttgart angemeldet. Das hatte ich mir auch angeschaut. Hat mir aber tatsächlich nicht so gut gefallen, weil ich einfach immer wusste, ich bin Mensch, ich brauche viel Freiraum. Ich brauche einfach viel Freiraum. Ich brauche viel von diesen Selbstentscheidungen. Ich brauche viel, dass ich selbst entscheiden kann. Und das war einfach in Prien auch wirklich immer gegeben. Also schon grundlegend, alle, die Prien jetzt mal grundlegend nicht kennen, es ist halt eine psychosomatische Klinik. Dort werden nicht nur Essstörungen behandelt, es gibt unterschiedliche Stationen. Die ersten zweimal war ich auf einer Jugendstation und das dritte Mal war ich dann auf der Erwachsenenstation. Ich bin Kassenpatient. Das erste Mal habe ich, glaube ich, 6 Monate gewartet. Das zweite Mal habe ich eine Woche gewartet, weil ich damals halt schon durch eine Ärztin einfach wieder schneller mit reingekommen bin. Und das allerletzte Mal habe ich, ich weiß gar nicht genau, wie lange ich gewartet habe, aber ich habe damals halt auch angegeben, dass ich erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen will. Und zu dem Zeitpunkt wurde es dann halt auch immer schlimmer, wodurch meine Therapeutin auch gesagt hat, dass ich gehen muss. Also es war jetzt auch nicht so meine eigene Entscheidung. Das erste Mal war auch eher so von Ärzten, dass ich halt auf jeden Fall gehen muss. Und das zweite Mal ging es mir... Ja, auch, also das zweite Mal ging es mir auch mit dem letzten Mal auf jeden Fall am schlechtesten und das zweite Mal bin ich aber tatsächlich freiwillig gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach wusste, hey, es geht für mich so nicht weiter. Es war der Zeitpunkt, wo ich wirklich, ich wollte nicht gesund werden, also das kann ich an der Stelle wirklich sagen, wollte ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt, als ich in die Klinik bin, aber zu dem zweiten Mal, wo ich in die Klinik bin, wusste ich selber einfach, hey Maren, also wenn du jetzt nicht in die Klinik gehst, wenn du dir jetzt nicht die Hilfe suchst, die du brauchst, dann wird es nichts. Dann wirst du dein Leben wirklich gerade komplett wegwerfen. Und das erste Mal muss ich auch sagen, hat mir nicht viel gebracht. Das erste Mal habe ich auch so viel geschummelt. Ich habe aufgetrunken. Ich habe einfach generell Essen verschwinden lassen. Es hat nichts funktioniert. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, erstens mal, ich bin nicht warm geworden mit meiner Therapeutin damals. Und das war jetzt schon so ein Punkt, der mir extrem viel Halt eigentlich immer gegeben hat, wenn ich mit Therapeuten warm geworden bin. Und dann konnte ich mich auch total gut öffnen. Was zum Beispiel auch beim zweiten Aufenthalt sich wirklich extrem bemerkbar gemacht hat, weil ich zu meiner Therapeutin vom zweiten Aufenthalt wirklich immer noch Kontakt habe. Und wir verstehen uns so gut, wir haben uns immer gut verstanden, wodurch es für mich einfach so viel leichter war, wirklich sie an mich ranzulassen und die Hilfe, die ich von ihr bekommen habe, auch wirklich anzunehmen. Das war beim ersten Mal bei mir halt gar nicht so. Ich habe mich damals mit meiner Therapeutin wirklich gar nicht verstanden, wodurch es für mich einfach auch wirklich, es hat mir einfach nicht viel gebracht, weil der Punkt einfach war, dass ich mich dadurch gar nicht öffnen konnte. Ich konnte mich da gar nicht einlassen und ich wollte eigentlich immer nur nach Hause. Also mein größter Wunsch war da immer nach Hause zu kommen und einfach wieder weiterzumachen wie vorher. Aber ich war da einfach 16 und man muss an bestimmter Stelle, es ist jetzt keine Ausrede, aber an bestimmter Stelle muss man auch einfach sagen, mit 16 war ich im Kopf einfach noch nicht so reif, dass ich sagen konnte, hey, ich will gesund werden und ich möchte jetzt einfach auch das loslassen. Da war ich einfach an so einem Punkt, wo ich selber noch nicht so klar und deutlich, mich wurde gerade angeschaut, wo ich noch nicht so klar und deutlich einfach wirklich für mich selber wusste, wofür mache ich es überhaupt? Und ich habe immer auf diesen Klickmoment gewartet und habe
dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass dieser Klickmoment, wo man sich wirklich denkt, oh, jetzt will ich gesund werden, einfach erst wirklich kommt, wenn man auf dem Weg der Recovery sich befindet. Und ja, der Akku blinkt, ich muss jetzt mal den Akku wechseln. Okay, jetzt haben wir kurz den Akku gechanged. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen, aber ich glaube, ich komme jetzt gut weiter. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich halt, wie gesagt, immer, dass dieser Klickmoment, dass ich darauf warte und dass es dann irgendwann ganz einfach ist. Aber ich habe immer jetzt, also ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, der Weg wird leichter, wenn man ihn geht. Und egal, wie lange man wartet und egal, was für eine gute Hilfe man hat, man muss immer selber die Entscheidung treffen, es tun zu wollen. Und zum Beispiel bei meinem zweiten Aufenthalt in Prien war es halt auch so, ich habe mich wirklich, irgendwann war es so dieser Vibe, ich muss gesund werden, ich muss hier einfach mitmachen, weil ich in der Klinik bin. Und das hat mich halt anfangs immer so angetrieben, einfach dem Konzept hinterher sozusagen zu gehen und mich an die Regeln zu halten. Klar, es war nicht immer einfach, aber mir hat es für den Beginn einfach geholfen, so, dass ich wusste, das ist das Konzept hier und ich muss das jetzt hier einfach so machen. Und es kann auf jeden Fall super hilfreich sein, vor allem auch, weil man in Prien so unglaublich viel therapiert. Körperbild, Bewegungstherapie, wir hatten damals alles mögliche, Tanzen, man konnte irgendwie sportlichen Aktivitäten machen, Walking, boah, es gab so unfassbar viel, es gab auch Reittherapie, je nachdem, was man halt für Bedürfnisse hatte, Gruppentherapie, Einzeltherapie, Kunsttherapie, Gruppe für soziale Kompetenzen, all solche Sachen, Sozfob-Gruppe, wo man Expos gemacht hat, und es war halt einfach ein geschützter Rahmen, wo man einfach so viel über sich selbst und auch über sein Handeln lernen kann. Und mir hat es halt auch am meisten noch mit gut getan, so, dass ich erstens mal noch so diese Mitpatienten hatte, wo ich einfach wusste, ich kann mich drüber austauschen. Wenn ich jetzt Probleme habe, ist es immer jemand da. Und ich würde sagen, auch wenn ich jetzt so danach nochmal rückfällig geworden bin, das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie nicht genug drüber wusste oder so, sondern es sind einfach Dinge passiert, mit denen man nicht rechnen konnte. Und ich würde auch sagen, so das letzte Mal war ich ja nur noch 2 Wochen dort, und dann muss ich auch sagen, der Aufenthalt hat mir nichts gebracht. Ich habe eigentlich zu der Zeit vor dem Aufenthalt habe ich zu Hause schon wieder normaler gegessen. Es war halt immer dieses, ich esse normal, ich bewege mich viel, so bis an die Grenze, wo ich halt nicht zunehme. In der Klinik habe ich letztendlich dann langsam steigern müssen, weil die halt meinten so, ja, nicht, dass ich das Refeeding-Syndrom bekomme. Und ich habe letztendlich dort weniger gegessen als zu Hause, habe schneller zugenommen. Mir war klar, dass es Wassereinlagerungen sind, aber mir wurde dort halt gesagt, ja, es ist Zunahme, ich soll damit klarkommen, so, wo ich dann an irgendeinem Punkt dann auch gesagt habe, so, das ist hier gerade irgendwie nicht so Sinn und Zweck der Sache und ich fühle mich hier schlechter als, obwohl ich weniger esse als zu Hause, so. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwann wirklich, da bin ich dann echt, ist auch vielleicht nicht so eine gute Eigenschaft, ich habe dann nicht mehr mitgemacht. Und dann habe ich auch die Sache so gesagt, so, hey, ich gehe jetzt hier an der Stelle wieder, weil es mir hier gerade auch nichts bringt. Und außerdem wegen Corona gab es so viele Einschränkungen und das war dann echt halt irgendwie Quatsch für mich. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann irgendwann auch gesagt, so, alles, was ich wissen kann, weiß ich jetzt. Es liegt eigentlich nur noch an meinem Handeln und das Handeln steuere ich selbst. Und deshalb, weil auch so viele Fragen immer kommen, ja, empfiehlst du Klinik nicht. Also wenn man noch nie in der Klinik war, sage ich an der Stelle, man kann nichts falsch machen, weil letztendlich zu keinem Zeitpunkt kann einen ja jemand zwingen, dort zu bleiben. Wenn ihr jetzt in eine Klinik geht und ihr denkt euch, boah, gar nicht mein Vibe hier und das bringt mir nichts, dann könnt ihr auch gehen. Aber was ihr halt immer differenzieren müsst, ist es jetzt gerade eure Essstörung, die möchte, dass ihr geht? Ist es eure Essstörung, die euch sagt, bleibt lieber in euren Safe Space, oder seid es wirklich ihr, die über euch selbst spricht, die so, wisst ihr, was ich meine? So, der über euch selbst sagt, okay, ich bin so jemand, ich muss es eher alleine schaffen. Weil für mich persönlich war einfach dieser Sprung von Klinik, ich bin in meiner Bubble, alle achten auf mich, alle sind da irgendwie in gewisser Weise so ganz feinfühlig auf, ich gehe nach Hause und es kommen Kommentare wie, oh, du hast zugenommen, so. Dieser Umschwung war für mich immer relativ schwer. Für mich war es immer einfacher letztendlich, so kontinuierlich einfach so diese Konfrontation mit den Sachen von zu Hause zu haben und dadurch einfach immer weiter zu lernen, dass ich einfach stärker bin als das Ganze. Und deshalb würde ich sagen, bin ich jetzt an einem Punkt, so weit war ich wirklich noch nie, und das ohne, dass ich von der klinischen Seite sozusagen Hilfe bekommen habe. Und klar, ich habe Therapie, immer noch. Und ich muss auch sagen, ohne meine Therapeutin wäre ich niemals so weit gekommen. Und ich muss auch sagen, dass ich so arg Glück mit meiner Therapeutin habe. Und falls sie das sieht, ganz großes Dankeschön, weil sie wirklich so supportive ist von Tag 1 an. Auch wenn ich so oft nicht an mich geglaubt habe und sie es sicherlich auch oft nicht getan hat, hat sie mir nie das Gefühl gegeben, dass sie mich aufgibt. Und das, obwohl es wirklich, ich von allen Seiten gehört habe, so, du kriegst es nicht hin, du musst in die Klinik. Und sie hat immer, war sie für mich da. Und da bin ich ihr wirklich so, so, so dankbar. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, sich da so ein
Konstrukt aufzubauen, dass man wirklich aus verschiedenen Richtungen Hilfe bekommt. Also, dass man nicht nur auf seine Therapeutin oder nicht nur Freunde versteift ist, sondern wirklich so von allen verschiedenen Seiten Hilfe angeboten bekommt und einfach diese Hilfe auch versucht anzunehmen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, Hilfe anzunehmen, aber man muss sich ab einem gewissen Punkt einfach klar machen, es ist eine Krankheit. Und wenn jetzt jemand, keine Ahnung, weiß ich nicht, sein Bein gebrochen hat zum Beispiel, dann sagt er jetzt auch nicht, oh ja, ich habe jetzt mein Bein gebrochen, ich muss es jetzt alleine schaffen, ich darf nicht zum Arzt. Weil es einfach ganz normal ist, man ist krank und man holt sich diese Hilfe, man darf sich auch diese Hilfe holen, weil auch bezüglich Klinik, voll oft war so dieser Gedanke von mir, ich bin nicht krank genug, ich kann nicht in die Klinik, ich nehme niemanden den Platz weg. Aber wer entscheidet, was krank genug ist? Jeder ist doch für sein eigenes Leben am wichtigsten. Und niemals würde irgendjemand, der, weiß ich nicht, ein Bein gebrochen hat, sagen, oh ja, aber andere Leute haben ja auch beide Beine gebrochen, deshalb bin ich krank genug. Und deswegen müsst ihr da einfach so sehr auf euch achten und euch einfach wirklich selber im Klaren sein, so, ihr seid's wert. Ihr seid's wert, ein gesundes Leben zu haben. Ihr seid's wert, dass ihr gesund werdet und ihr seid's wert, auch euch die Hilfe zu holen, die ihr vielleicht braucht. Und ich weiß voll oft, vor allem beim ersten Mal, war ich jetzt noch nicht mal so krass im Untergewicht, da war ich auch so, oh ja, aber andere Leute, die sind ja dünner, andere Leute, die sind dünn, die denken bestimmt alle, ich brauche das eigentlich gar nicht. Leute, es ist so ein Quatsch, wirklich, weil der Punkt ist, dort judgt euch niemand. Niemand würde sagen, warum ist die Person denn da, die ist doch gar nicht so arg im Untergewicht oder die hat es doch gar nicht verdient, weil man muss sich doch eine Klinik nicht verdienen. Man muss doch nicht so danach craven, noch kränker zu werden, bevor man in eine Klinik geht. Und ich weiß, dieser Gedanke ist so schlimm, weil ich den so gut kenne, aber ihr müsst euch in dem Moment sagen, jeder, der so denkt, schon allein dieser Gedanke ist so krank, dass ihr auf jeden Fall verdient habt, in eine Klinik zu gehen und euch Hilfe zu holen, weil ihr diese Hilfe einfach benötigt, weil ein gesunder Mensch so nicht denken würde. Und an der Stelle will ich euch jetzt einfach dazu motivieren, holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Wenn ihr eine Klinik braucht, dann meldet euch in der Klinik an. Wenn ihr Therapie braucht, dann versucht euch, um einen Therapieplatz zu kümmern. Und ich weiß, es kann sein, dass es so lange dauert, bis ihr da was findet, auch mit einer Klinik, bis ihr aufgenommen werden könnt. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt Seelsorgen, die man anrufen kann. Es gibt Freunde oder auch einfach andere Leute vielleicht, die eine Essstörung haben, dass man sich einfach mal austauscht, dass man mit der Familie redet. Aber an der Stelle, wenn ihr merkt, zum Beispiel, euch tun Recovery-Accounts nicht gut, dann fokussiert euch eher auf Leute, die euch ein gutes Gefühl geben, die schon recovered haben, die einfach vielleicht es schon hinbekommen haben, sich da irgendwie auszutauschen. Und an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen zum Mental Health Sunday und wir sehen uns am Donnerstag mit dem Vlog aus Heidelberg und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende.